Lieber wollen wir uns jetzt hier den Hintern verkühlen, als dass es nachher zu heiß wird. Guten Abend. Montag soll sich entscheiden, ob wir eine Koalitionskrise erleben werden. Und zwischen Bonn und Hamburg ist eine ernste Fehde ausgebrochen. Das alles wegen des Themas, das Sie, meine Damen und Herren, aus unserer ersten Bildzusammenstellung ohne weiteres entnommen haben werden. Das alles wegen der Spiegel-Affäre. Müsste man noch mal machen über die Spiegel-Affäre, wo wir da uns den Arsch kalt gesessen haben auf irgendwelchen Stufen und skandiert haben, irgendwas Spiegeltod, Demokratietod oder irgend so was sehr Witziges. Was war diese Geschichte, um die es da beim Spiegel ging? Das war eine Klage darüber, wie wenig gut gerüstet die Bundeswehr ist für die erwarteten Angriffe der Sowjets. Mhm. Darüber hat der Spiegel geklagt. Und das fanden die anderen sei Landesverrat. Und das war völlig verrückt. Ja, ja. Ja, das war ein reaktionärer Artikel, durch und durch. Mhm. Deswegen hat er auch so viele Sympathisanten im Militär gehabt. Ja. Die fühlten sich richtig verstanden. Mhm. Also es ist ganz albern. Mhm. Na gut, jetzt muss ich mal wieder was tun. Konkret ist ja mal anno 1955, glaube ich, oder 53, von Linken, also sagen wir jetzt mal nicht Linken, sondern von Hamburger Studenten gegründet worden, die sich dafür Geld besorgt haben in der DDR, und um diese Zeitung machen zu können. Und mir hat Klaus-Rainer Röhl, der dann schließlich Herausgeber dieser Zeitschrift wurde, zu einer Zeit, als ich dazu stieß, das war 1972, und meine erste Kolumne dort geschrieben habe und mich in dieser Kolumne über deutschnationale Wiedervereidigungsträume lustig gemacht habe, kam er zu mir ins Büro und sagte, sehr schön geschrieben, aber da werden wir keine Freunde werden. Also ich und meine Genossen, wir sind in den 50er Jahren in die KPD eingetreten, weil sie die einzige Partei war, die die deutsche Wiedervereinigung glaubhaft auf dem Programm hatte. Das heißt, es war die einzige Partei, die ein wirklich nationales Programm hatte. Deswegen sind deutsche Linke, oder das gehörte zum Fundus der deutschen Linken nach 1945. Mhm. Und hat sich jeweils erneuert an bestimmten Schnittstellen. Ich hatte es jetzt gerade so ein bisschen für die 68er versucht. Mhm. Dann denke ich, die Friedensbewegung war auch so eine Schnittstelle. Richtig. In der dann ja auch sehr nationalistische Klänge zu hören waren. Naja, allein, dass das Hauptproblem darin bestehen sollte, dass Deutsche wieder auf Deutsche schießen müssten. Mhm. Ich meine, das war doch der einzig tröstliche Gedanke ja. an der Blockkonfrontation, dass sie diesmal auf ihre eigenen schießen müssen und es vielleicht deswegen unterlassen. Aber wenn du sagst, Aufklärung und was, nein, und was, da ist gar nichts. Das ist, warum machen wir das? Warum macht ihr das? Warum mache ich das? Warum machen wir das, was wir da tun? Klar, wir wollen aufklären. Aber wir tun es, wenn wir gut sind, ohne Rücksicht auf die Vorurteile derer, die uns hören oder lesen. Und wir werden so keine Massen einfangen. Machen wir es anders und kommen diesen Vorurteilen entgegen und sagen, ja, natürlich, es gibt ja auch was Schönes an der Heimat und das, man kommt auf dem halben Weg und natürlich ist das nicht so einfach mit den Flüchtlingen und so. Dann hast du schon völlig vergeigt. Dann kannst du deinen ganzen Laden zumachen. Ja. Denn das kann auch die Bild-Zeitung. Ja. Das kann auch Frau Merkel. Dann ist die Verblödung komplett. Ja. Also du darfst keinen Millimeter
zugeben. Und das ist natürlich so ein Programm wie das zum Beispiel, diese Nachdenkseiten. Deswegen sind die auch so beliebt und deswegen sind sie so sinnlos. Die münden auch dann in diese Querfront ein und das alles landet auf einem großen nationalen Haufen. Mir fällt dazu ein Satz ein, Hermann. Aufklärung kämpft um jeden Millimeter Denken. Ja, aber nicht um jeden Millimeter Unaufgeklärten. Ja, genau. Ja. Um jeden Millimeter Denken. Ja. Ich würde mich gerne, was mich und meine Arbeit angeht, ja, auf die Formel von Adorno zurückziehen, der sich auch gefragt hat, sich und Designern gefragt hat, warum machen wir das eigentlich? Wo wir doch wissen, dass wir als Ohnmächtige zu Ohnmächtigen sprechen. Ja. Und gesagt hat, wir sagen es, was wir wissen, damit es in der Welt sei. Aha. Ob dann jemand damit, jetzt komme ich, ob dann jemand damit was anfängt oder nicht, können wir hoffen. Mag sein, mag auch nicht sein. Mehr können wir nicht tun. Ja. Ich, die nicht so großspurig, das war eine andere Zeit, aber immerhin, also das Zitieren dieses Anspruchs von Lenin, die Zeitung als kollektiver Organisator, und wäre natürlich absolut großspurig und dumm. Und das habe ich aber schon vor 30 Jahren, als es bei konkreten Fraktionen gab, die das gerne sozusagen in Untertitel geschrieben hätte, okay, habe ich schon gesagt, das kommt mit mir nicht in Frage. Okay. Und dabei bleibe ich dann auch. Ja. Aber mit dem Satz, damit es in der Welt sei, können wir, glaube ich, alle gut leben. Ja, so gut finde ich nicht, aber besser als nichts ist es. Ja. Oder gut. Wie sagt das schöne Wort von Karl Valentin, als ihn jemand darauf aufmerksam macht, dass seine Brille nicht mal Gläser hätte. Ja. Der sagt, besser als gar nichts ist es. Na, ich finde, das ist ein bisschen wenig, Hermann, auch ein bisschen wenig zu dem, was du beiträgst, also ein bisschen sehr bescheiden.